Es gab mal wieder eine neue Anfrage und in dem Fall ging es darum, eine Phase in eine Wand zu kreieren. Natürlich gibt es viele Wege, die nach Rom führen und ich zeige euch meine Variante, wie es ich gemacht hätte, gleich nach dem Intro. Liken nicht vergessen, abonnieren und schon geht's los. Das war jetzt diese Anfrage hier. Man sieht, die Wand ist 16 dick und da oben ist so eine Schräge und um die handelt es sich. Das ist ja eine Abfasung oder ja, ist eine Phase, kann man sagen. Ich sehe gerade 5 cm ist die, denke mal 5 cm auf 5 cm und dann zeige ich euch, wie ihr das als Profilwand erzeugen könnt. Als erstes mache ich mir einen Polygonzug und gebe die Maße ein. Das heißt, jetzt einen mit 18, die war 16 breit. Jetzt muss ich aber natürlich noch 5 cm abziehen. Ich rechne natürlich selber nicht, sondern Alplan rechnet das für mich. Auch die einfachsten Dinge sollten von Alplan gerechnet werden, bevor ich das Ding anfange. So, dann gehe ich in meine Bibliothek. Ich speichere in dem Fall, kann ich aussuchen, Standard, Büro, Projekt, privat oder extern. Wenn ihr dieses Profil öfters braucht, dann bitte ins Büro abspeichern. Ansonsten, wenn ihr das nur einmal braucht oder nur in diesem Projekt, dann ins Projekt oder privat abspeichern. Ich lege das jetzt auf privat ab. Ich wähle hier unten Element einfügen, Symbol einfügen aus, nehme mir das Profil, den Absetzpunkt und schreibe jetzt einen Namen rein. Zum Beispiel Profil Phase. So, gut. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit in Allplan nicht nur eine Wand, sondern auch eine Profilwand auszuwählen. Dann gehen wir auf die Profilwand, Eigenschaften und ja, ich möchte nur schnell die Stilfläche einstellen. Ton bewährt, gefällt mir besser. Und dann wählen wir unser Profil aus. Das machen wir hier mit diesem Ordnersymbol. Und jetzt können wir auf unsere Bibliothek zugreifen. Ich bin schon auf dem Ordner Privat, ansonsten könnte ich hier zurückgehen. Oder ich gehe auf Privat, Profilphase, sage einmal OK. Und habe das ganze Bauteil jetzt im Profil. Hier sieht man schon die Voreinstellung. Ich könnte das Ganze noch spiegeln oder drehen. Wollen wir nicht. So, jetzt sind wir wieder richtig. Und das Ganze kann jetzt erzeugt werden. Wenn ich das jetzt erzeugt habe, dann schaue ich mir das Ganze noch natürlich in der Animation an. Ganzen Bildschirm darstellen und sehe, tada, wir haben eine Profilwand erzeugt mit einer Abfasung. Geht ganz schnell, rasch. Und ja, habt ihr das gewusst? Schreibt es mir in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, euer Peter. Ciao, ciao.